SBT Section, it's Shisha time. Servus, liebe Shisha-Freunde, Shisha-Olli und meine Wenigkeit Big2B begrüßen euch zu einem neuen Shisha-Review. Ja, wir haben wieder eine neue Pfeife am Start für euch und das ist eine neue von Amy. Ja, schon lange nichts mehr von Amy vorgestellt. Jetzt haben wir mal wieder ein neues Highlight aus dem Hause Amy Deluxe und die schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Das ist nämlich eine Pfeife mit Carbon-Elementen und nennt sich Carbonica und wir haben jetzt die Pride-Variante. Es gibt nämlich zwei verschiedene Bowl-Varianten und verschiedene Größenvarianten und die Bowl nennt sich Pride und die Rauchsäule ist jetzt die kürzere Variante und die nennt sich, lass mich kurz spitzeln, S-Variante, genau, und dann gibt es noch die R-Variante. Genau, und ja, ich würde sagen, bevor wir zur Pfeife selber kommen, schauen wir erstmal an, was im Lieferumfang mit dabei ist und ja, wie sie überhaupt nach Hause kommt. So Freunde, jetzt schauen wir uns die Carbonica mal in der Teilaufnahme an. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal das Zubehör auf die Seite. Denn es ist ordentlich, Freunde. Und da ist fast nichts mehr Standard, sondern ist schon gehobenes Zubehör mit dabei. Fangen wir mal mit den kleinen Teilen an. Eine Standard-Spitzkohlenzange, nichts Besonderes. Dann Schlauchhalter im Fahrradoptik, wie man schon mal gezeigt haben, ist auch mit dabei. Ich zeig's gerade mal nochmal kurz. Olli, der Fahrradfahrer, ist am Start. Genau, ist auch dabei. Dann ein Dichtungsset inklusive Kugeln. Es sind auch im Lieferumfang mit dabei. Dann der Teller, sag ich mal, für den Teller. Ich wollte jetzt sagen YMCA, wenn es spiegelverkehrt. Achso, ja. Nee, falsch, passt, ja. Nee, das ist zähllos. Teller für den Teller macht man hier rein und dann kann man dann besser die Kohlen drauf ablegen, abaschen, ohne dass der Teller irgendwelche optischen Spuren mit sich trägt, die Kohlen hinterlassen. Dann haben wir einen Silikonschlauch in Carbon-Optik. Sehr, sehr schön, muss ich sagen. Gefällt mir optisch super. Kannst du mal kurz detailliert mal in die Kamera zeigen. Sieht sehr, sehr schön aus. Ist halt ein Print-Optik, ja. Also das geht irgendwann mit der Zeit, geht es mal ab. Aber ist Print-Optik und schaut gut aus. Also kann man auf jeden Fall mehrere Monate die Qualität erwarten, dass es hält. Genau, dann haben wir noch ein schönes Carbon-Mundstück mit am Start mit kleinem Amy Deluxe Logo hier und an der Seite auch eingraviert. Macht auch ordentlich was her, sieht gut aus, ist nicht aufschraubbar, hat einen großen Durchmesser, also sieht gut aus. Und ist auch nicht schwer für die Größe, ist ein schönes Mundstück auf jeden Fall, das im Lieferumfang mit dabei ist. Genau, mit dem Logo. Moment, bisschen scharf stellt so. Genau, Logo jetzt auch zu sehen. Genau. Und passt schon, nicht so wild. Und dann haben wir noch einen Steinkopf, den Amy jetzt auch neu rausgebracht hat, mit vier Löchern drinnen, mit Siebeinsatz. Das heißt, da kann man dann Tabak sparen, den Kopf bauen. Und das bekannte Kopfset ist auch mit dabei. Also im Prinzip das Kaminaufsatzset ist auch mit dabei, mit Griff und mit Gitter oben drauf. Genau, das ist auch mit dem Lieferumfang mit dabei. Den Kopf kannst du gerne mal kurz noch zeigen, dass die Leute auch mal sehen, wie der Steinkopf von Amy so aussieht. Und dann haben wir das Zubehörpaket abgehakt. Also muss sagen, ich bin sehr positiv überrascht vom Zubehörpaket. Also das ist ein sehr, sehr hochwertiges und umfangreiches Zubehörpaket. Da kann man auf jeden Fall nur Daumen nach oben geben. Genau, und jetzt machen wir mal weiter mit der Carbonica. Wir haben die mittlere Variante gewählt, also nicht ganz so eine große, lange Rauchsäule. Und die Rainbow Bowl am Start. So, Gewicht nochmal abgestimmt. Auf dem Teppich hat sie irgendwie keine richtiges Gewicht angezeigt. Die Shisha wiegt 3695 Gramm, also knapp 3,7 Kilo. Das ist ordentlich, ist schon auf jeden Fall schwer, die Pfeife. Für das, dass Carbon-Elemente dabei ist, ich denke, da wird die Bowl relativ massiv sein. Werden wir aber gleich herausfinden. So, Standard-Kopfadapter, den gibt es bei allen Amy Edelstahl-Shishas mit dazu. Standard-Kohleteller, ebenfalls Standard bei so gut wie jeder Edelstahl-Shisha von Amy. Durchmesser vom Teller beträgt hier knapp 20 cm. Genau. Dann kommen wir zur Base-Rauchsäule-Tauchrohr. Das Ganze ist mit einem Grobgewinde versehen, eine komplette Umdrehung und die
Base ist geöffnet. Und ja, jetzt haben wir hier auf jeden Fall mal alle Carbon-Elemente vereint. Jetzt schaue ich mal, was man alles lösen kann. Hier, fangen wir mal mit dem Tauchrohr an. Tauchrohr sieht gut aus, kurz, mit Diffuser im Lieferumfang mit dabei. Viele Löcher an den Seiten, ein großes an der Unterseite. Kann man unten sowie oben hinmachen, den Diffuser. Dann schaue ich mal, ob ich die Rauchsäule auch abmachen kann. Upsa. Ja, geht. Funktioniert genauso. Und ja, ist auf jeden Fall leichter wie eine normale Edelstahl-Rauchsäule. Sieht auch nicht schlecht aus, kannst du gerne mal zeigen, das Element. Schaut gut aus. Schön Nobel. Schaut nicht schlecht aus, ja. Dann kommen wir zur Base. Gute Verarbeitung. Kein Closed-Chamber-System. Zwei Blindstoffen, ein Ausblasventil und ganz normaler Schlauchanschluss mit Edelstahloptik und der bekannte 360 Grad Schlauchadapter Upgrade mit 18/8 Schliff, Freunde. Das heißt, ihr könnt den verwenden, aber auch alle anderen 18/8 Schliffe sind hierbei jetzt verwendbar. Kannst du gerne auch mal zeigen. Genau, und der 18/8 Schliff ist jetzt neu. Genau, und die Base schaut gut aus, genau. Und zum Schluss haben wir noch die Bowl und ja, die wiegt auf jeden Fall einiges. Die ist sehr massiv, also wir können gerne mal kurz mal das Gewicht checken. 2,367, also 2367 Gramm, also das ist auf jeden Fall das schwerste Teil von allen. Ist in einer Rainbow-Optik, auch mit Carbonring außenrum. LED-Aussparung hat sie, aber man kann, ja, oder man hat im Lieferumfang kein LED-Pad mit dabei. Dann noch ein kleiner Umhänger ist mit dabei. Und das war's eigentlich schon. Verarbeitungstechnisch, sie hat kleine Lufteinschlüsse und einen bisschen größeren. Musste mal gucken, zeig die Bowl einfach mal von näher und versuch mal, ja, einfach mal ein bisschen was einzufangen in die Nähe. Schaut aber optisch auf jeden Fall gut aus und die Lufteinschlüsse, die erkenne ich jetzt nur, wenn ich wirklich genau mit dem Auge rangehe. Also das geht auf jeden Fall in Ordnung. Ja, also das schwerste Teil ist definitiv die Bowl, dann kommt die Base und das Tauchrohr und der Rest ist eigentlich relativ leicht wie die Rauchsäule oder die Schlauchadapter. Genau, und das war es eigentlich soweit mal mit der Detailaufnahme und jetzt schauen wir uns mal das Rauchverhalten an von der Carbonica. So Freunde, wir sind wieder da von der Detailaufnahme und ich denke, du kannst auch nur zustimmen. Zubehör ist auf jeden Fall wow, oder? Also ja, das ist halt Amy typisch. Ja, aber ich finde, bei jeder Pfeife ist genug dabei bei Amy. Das auf jeden Fall. Sagen, richtig, aber muss ich sagen, top, weil noch ein, man hat ein gutes Mundstück, genau, dabei. Richtig, ja. Ich verwende es ja sogar gleich, weil Carbon, ich habe davor eh schon immer Carbon gehabt. Und ich dachte mir, komm, jetzt nimmst du mal das. Richtig. Klar, wenn es schon dabei liegt. Silikonschlauch ist dabei, ein guter Kopf ist dabei, den haben wir ja auch jetzt drauf. Den Kopf haben wir auch drauf, ja. Deswegen kein SVT-Setup, sondern diesmal wieder Kamin-Setup, aber wie ihr seht, läuft das auch. Back to the roots. Man hat im Prinzip direkt gleich wieder Pfeife, kann direkt loslegen, wenn man Tabak daheim hat. Und vor allem, du brauchst nichts austauschen, nö, weil alles am Zubehör, genau, gut, bis auf die Zange, sage ich jetzt mal, aber selbst die kann man verwenden, ist brauchbar. Ne? Also ist jetzt nichts, wo ich jetzt sage, das ist Billigzeug, das verwendest du einmal und dann schmeißt du ins Ecke, weil du eh was Besseres daheim hast. Nö, also selbst das Carbon-Mundstück selber würde ich jetzt schon mit 20 Euro ungefähr vom Preis einordnen. Okay. Genauso wie das Kaminkopf-Setup mit dem Steinkopf würde ich für 20 Euro ungefähr einordnen. Also da ist schon sehr wertiges Zubehör mit dabei. Also da gibt es von unserer Seite auf jeden Fall schon mal einen Daumen nach oben. Und ja, jetzt schauen wir mal, ob wir ein Däumchen nach oben auch für die Shisha abgeben. Ich habe ja, bevor wir die Detailaufnahme gestartet haben, schon mal gesagt, dass es verschiedene Varianten gibt. Und wir haben ja jetzt, wie gesagt, die Pride RS-Variante, nennt die sich sogar, sehe ich gerade. Und die gibt es auch in drei verschiedenen Rauchsäulen und Bowl-Farben-Varianten. Also da könnt ihr auch nochmal auswählen, ob ihr helles Carbon haben möchtet und helle Bowl zum Beispiel jetzt in dem Fall. Oder ob ihr dunkel und hell verwenden wollt. Also da kann man dementsprechend verschiedene Sachen kombinieren. Wir haben jetzt in der Variante dunkel und dunkel gewählt. Also dunkle Bowl und dunkle Carbon-Rauchsäule. Genau. Und
Ja, die Carbon-Elemente sehen auf jeden Fall sehr hochwertig verarbeitet aus. Klar, es ist nur eine Ummantelung, also das heißt, die ist nicht Vollcarbon, sondern nur das Äußerliche ist Carbon, also das ist ein Ring im Prinzip bei allem aufgesetzt und dahinter versteckt sich natürlich das blanke Material in dem Fall, also das polierte Edelstahl in dem Fall. Und ja, der 18.8er Schliff ist eine Verbesserung, muss ich sagen, finde ich gut, dass ich auch meinen eigenen verwenden kann. Hier seht ihr gleich mal die alte Variante. Genau, die alte Variante. Die man halt schon mit Kraft runterziehen muss. Genau, aber dann ist nur das Oberstück weg und das Unterstück ist ja noch dran. Genau. Und das ist sogar jetzt ein Stück geworden. Also das haben sie jetzt auch geändert. Das heißt, das ist nicht mehr mit den Gummis versehen wie jetzt beim Olli, sondern es ist wirklich rein nur noch ein Schliff und das Teil ist eigentlich nur das Verbindungsstück zum Kugelgelenk. Genau, also das haben sie jetzt auch geändert. Vor allem finde ich jetzt auch eine Verbesserung, was das jetzt angeht. Finde ich gut. Weil man hat ja damals gesagt, wenn man hängen bleibt, dann zieht es ihn ab. Wenn ich hier hängen bleibe, dann schmeiße ich die Pfeife trotzdem um. Hier ist es jetzt eher so, dass wenn ich hängen bleibe, dann zieht es ab. Ja, richtig, genau. Richtig. Dann haben wir einen Schlauchhalter noch mit dabei für zwei Schläuche. Der funktioniert auch, wie ihr sehen könnt, hält. Und oben, genau, weil die gerade zeigen, geht genauso. Also hier kann man auch zwei Schläuche reinjagen. Der Fahrradfahrer hält die Schläuche auf jeden Fall fest. Das funktioniert auch. Grobgewinde mit einer Komplettumdrehung geöffnet und geschlossen, finde ich auch gut. Und ja, also verarbeitungs- und qualitativtechnisch kann ich jetzt bei der Pfeife nichts bemängeln. Das Einzige, was man bemängeln kann, ist ein bisschen die Bowl, weil die hat ein bisschen Lufteinschlüsse mit drinnen. Das heißt, überall so kleine Pünktchen verstreut. Aber ja, wie gesagt, wenn ich da jetzt von der Entfernung drauf schaue, erkenne ich da jetzt keine Lufteinschlüsse von der Bowl mehr. Ja, ihr seht es ja in der Teilaufnahme, da habe ich ein paar gut ins Bild reinbracht, da seht ihr, was wir meinen. Also es sind wirklich bloß kleine, also die fallen so aus der Entfernung wirklich nicht auf. Richtig. So, jetzt mache ich mal einen ganz kurzen Cut, weil der Raum ist schon so vernebelt. Draußen hat es 35 Grad, wir haben die Rollläden unten, müssen aber jetzt trotzdem mal lüften, weil man sieht den Olli fast gar nicht mehr. Also es ist Wahnsinn, wie vernebelt das Ganze hier ist. Deswegen mein ganz kurzer Cut, wir werden mal kurz frische Luft reinlassen. So Freunde, Olli erkennt man hoffentlich wieder. Ja, wir haben jetzt gerade das Fenster aufgelassen, Alter, hier brennt es rein, das ist nicht normal. Draußen hat es wie gesagt 40 Grad, das ist abartig. Aber wir kommen gerade nicht anders zurecht, weil sonst sieht man uns einfach nicht mehr. Der Raum ist ziemlich schnell eingenebelt. Ja Freunde, ihr seht jetzt auch gleich mal noch die Pfeife in der Detailaufnahme bzw. in einem kleinen Schwenk nach oben noch einmal genau zusammengeschraubt und im Betrieb. Wie das Ganze aussieht, also wie gesagt, optisch auf jeden Fall eine schöne Pfeife. Die Bowlform, wem sie nicht gefällt, kann auch zwischen einer normalen Bowlform wählen. Die wird, denke ich mal, ja, den meisten, sage ich mal, gefallen, weil sie eher normal und schlicht ausschaut. Und die andere ist halt, sage ich mal, ein bisschen was Außergewöhnliches und deswegen haben wir uns auch für diese entschieden, weil die Standard-Bowls, die kennt man ja schon. Genau. Und jetzt zeige ich euch gleich nochmal eine kleine Aufnahme. Und zwar, ich finde, Amy hat in der Hinsicht, finde ich, jetzt ein bisschen übertrieben mit dem Logo-Branding. Ja? Wenn ihr euch mal anschaut, also an jedem Schlauchadapter, an jedem Element, wo man ein Logo anbringen kann, haben sie quasi ihr Logo aufgebracht. Und das finde ich schon ein bisschen extrem. Also ich glaube, ich habe 1, 2, 3, 4, hier bei dem Originalen ist auch noch 1, 5, 6, 7 Mal, und wenn man das auch noch sieht, 8 Mal Amy Deluxe draufstehen, 9 Mal sogar, hier da steht ja auch noch Amy drauf, ist Wahnsinn, also das finde ich ein bisschen übertrieben, das hätte gereicht, wenn das vielleicht auf der Base und auf dem Kohleteller gestanden wäre und das war's, ja, so machen es ja die meisten und so haben sie es früher ja eigentlich auch gemacht, das habe ich jetzt nicht ganz nachvollziehen können, warum sie jetzt das so voll gekleistert haben, ja, muss jetzt nicht unbedingt sein, meiner Meinung nach. Moped-Fahrer als Mul. Was gibt's sonst noch zu sagen? Durchzugstechnisch muss ich sagen, zu zweit rauchen geht einwandfrei eigentlich, ne? Genau. Kann jetzt auch nichts Negatives dazu sagen. Der Durchzug ist gut. Ja, so wie lässt sich alleine super rauchen. Wir haben jetzt bei beiden natürlich eine Kugel drin, dass wir nicht zuhalten müssen. Und auch wenn du ziehst und ich gleichzeitig mit dir rauche, habe ich jetzt fast keinen Unterschied gespürt. Also, ich spüre keinen Unterschied, ne? Ist wirklich sehr, sehr angenehm, ist jetzt kein brachialer Durchzug, ist ein normaler, vernünftiger Durchzug, der ja auch dir gefällt, weil du magst es ja auch nicht, wenn er wirklich wie atmen ist. Ne? Genau, also das ist ganz angenehm. Ja, die Bowl kann man noch beleuchten. Die Bowl ist nämlich nicht komplett voll lackiert, das heißt, also da sieht man noch den Wasserstand, das finde ich gut. Und man kann sie dadurch natürlich dann auch farblich noch beleuchten, wenn man so ein kleines LED-Pad nimmt und dieses unten in die Aussparung reinjagt, dann kann man die Bowl auch noch schön beleuchten. Natürlich wird sie da nicht ganz so hell, wie wenn es jetzt eine Gear Bowl wäre, aber der Effekt ist trotzdem da.
Genau. Durch das, dass wir ein relativ kurzes Tauchrohr haben, ist auch der Wasserstand relativ hoch gewählt. Wasser in den Schlauch ziehen tun wir mit dem Diffuser trotzdem nicht. Und man hört es auch, wenn man zieht, es ist sehr angenehm und leise beim Blubbern mit Diffuser. Hört man fast gar nicht. Also, das kann man beim Fernsehschauen definitiv sehr empfehlen oder beim YouTube-Schauen zum Beispiel. Das geht auf jeden Fall klar. Ja, also rundum gelungenes Paket, muss ich sagen. Das Einzige, was dir nicht so gefallen hat, war die Bowlform. Ne? Aber ich habe ja gerade gesagt, es gibt ja die runde Variante auch, die gefällt dir, denke ich mal, besser. Ja. Du würdest dann wahrscheinlich eher zu der tendieren. Ja, richtig. Genau. So, jetzt ist natürlich noch die Frage, was kostet das Ding mit dem hochwertigen Zubehör? Olli, das ist natürlich wieder dein Part, wie immer. Was würdest du denn denken, was die Pfeife kostet in der normalen kleinen Variante, also mit der kurzen Rauchsäule, so wie ich sie jetzt hier stehen habe? Also EB ist eigentlich immer bekannt für günstige Preise. Jo. Deswegen würde ich jetzt schätzen, klar, es ist Carbon noch mit dabei. Deswegen schätze ich mal, wird es ein bisschen teurer sein, aber ich würde, ich sag mal so, meine Schmerzgrenze bei der wäre jetzt so bei 139 Euro. Ja, bist fast genau Punktlandung, 10 Euro mehr. 149 Euro liegt die Pfeife und die große Variante, die kostet 40 Euro mehr, die liegt bei 189 Euro. Also preislich, denke ich, kann man da nicht meckern. Also das sind Preise, die sind in Ordnung. Vor allem, wie gesagt, das Zubehör alleine hat ja schon fast einen Wert von 40 Euro alleine. Von daher, das ist vollkommen in Ordnung. Also da gibt es von meiner Seite aus, beziehungsweise von unserer Seite aus, auf jeden Fall auch einen Daumen nach oben, was die Shisha angeht. Genau. Und dann haben wir eigentlich im Prinzip alles Wichtige genannt. Dann würde ich sagen, schauen wir uns zum Schluss natürlich wie immer noch die Pro- und Kontraliste an. Nennen wir bei Pro: Verarbeitung sowie die Qualität, der angenehme Durchzug, dann, dass sie bis zu 4 Schläuche erweiterbar ist, komplett zerlegbar und dadurch natürlich auch die Reinigung, dann das sehr hochwertige Zubehör und der angenehme Preis von 149 bzw. 189 Euro, je nachdem, was für eine Variante ihr nehmt. Und bei Neutral habe ich noch die Lufteinschlüsse in der Bowl. Ansonsten gibt es von meiner bzw. von unserer Seite aus nichts zu bemängeln und deswegen haben wir auch nichts bei Contra für euch. Jawohl, und dann war's das für heute mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat das Video über die Carbonica gefallen. Wenn ja, zeigt es definitiv mit eurem Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, Daumen nach unten. Abonnieren geht wie immer hier direkt bei mir. Zum letzten Video geht's drüben beim Olli und in der Mitte geht's zum Shisha World Partner Shoplink. Dann sagen wir zwar Danke, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und Servus!